Also wir befinden uns ja hier im Sonnenwendviertel. Das ist das ehemalige Gelände des Süd- und Südostbahnhofs. Da, wo wir jetzt stehen, da waren früher Abstellgleise bzw. Gleise für Güterzüge. Das heißt, das war wirklich hier Bahngebiet. Wir sehen einen ganz großzügigen Park, den Helmut-Zilk-Park und neuen Wohnbau. Es soll eine hohe Nutzungsmischung geben, eben Gewerbe, Wohnen, Gemeinschaftsangebote für die Bewohnerinnen von hier und die ganze Stadt. Für die Biodiversität sehr wichtig ist hier, es gibt dadurch mehr Insekten, kleine Tiere, die sich hier teilweise auch aufhalten können und nicht vertrieben werden. Und man sieht dann am Abend teilweise die Feldhasen auch durch den Helmut-Zilk-Park laufen. Das ist ganz witzig. Was wir hier schon sehen in der Blockbauerpromenade, ist, dass es sehr viel Gewerbe gibt, Nahversorgungsangebote, kleinere Shops, zum Beispiel einen Buchladen oder auch einen Bioladen. Durch diese Angebote entsteht hier natürlich eine total lebendige Erdgeschosszone. Open Up ist eines der Quartiershäuser. Das sind Mietwohnungen, die einen sehr kompakten Grundriss haben. Im Erdgeschoss gibt es Flächen für Gewerbe und Gemeinschaftsaktivitäten. Man wollte auf bestimmten Bauplätzen Gebäude errichten, die mehr als das reine Wohnen bieten. Das ist der Gedanke von Quartiershäusern. Das ist die Baugruppe Bikes and Rails. Und wie der Name schon sagt, ist das eine fahrradaffine Baugruppe. Das heißt, sie haben auf der einen Seite selber den Anspruch, sich so viel wie möglich mit dem Fahrrad durch die Stadt zu bewegen und haben zum Beispiel im Erdgeschoss eine Fahrradgarage eingerichtet. Das ist Mio, in den oberen Geschossen Eigentumswohnungen, dann gibt es Mietwohnungen und auch Büros. Was man hier sehr schön sieht, ist die Erdgeschosszone, die eben sehr kleinteilig ist. Vorne am Eck gibt es einen verglasten Teil im Eingangsbereich. Hier können auch Veranstaltungen stattfinden, Treffen. Der Stadtelefant, die einzige gewerbliche Baugruppe, die sich gefunden hat. Das heißt, hier wird auf allen Geschossen gearbeitet. Es sind drei Architekturbüros. Es gibt oben Wohnungen, aber grundsätzlich ist es hier eben so, dass auf allen Geschossen gearbeitet wird. Atelierhaus C21. Es gibt hier Ateliers in unterschiedlichen Größen. Sehr spannendes Raumkonzept. Besitzerinnen dieser Ateliers können quasi die Ateliers innen selbst gestalten, so wie sie möchten. Eigentlich das Besondere, dass das hier so lebendig ist und dass das Sonnenviertel Ost ist wirklich sowas wie ein Magnet für viele aus der gesamten Stadt geworden ist.